Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Bright Memory. Wir hätten jetzt wieder so ein paar Bosskämpfe gehabt haben. Naja, habe ich Unschulden besiegt und so. Irgendwelche riesen Ratten, Könige und sowas. Und ja. Jetzt müssen wir eben wieder hochkommen. Ich denke, dass wir hier wahrscheinlich hoch müssen, oder? Naja. Und. So. Hat das mit Wandler fast hier, glaube ich, noch nicht. Denn im Bright Memory Infinite habe ich dann gesehen. Und was man dann hat, dass man dann auch hier ist so ein Wandler herrscht. Carter seems to have left. Why did he give up on solving the puzzle? Tja, weil wir, das Spiel, aus dem wir das Rätsel lösen sollen. Denn wie es meist ist, kommt natürlich dann die Bösewichte wieder zurück oder die Gegner, wenn der Spieler das Rätsel gelöst hat. Das ist doch meistens so. Oh, du hast ja alle Hinweise gefunden. Ich nehme jetzt die Hinweise ab. Jetzt bin ich nämlich da. Chains on the pillars look useful. Da. Du hast was mitnehmen für mich? Nö. Haben wir ja leicht die Katzen eigentlich angemacht. Jetzt so von der Logik her. Und hier brennt es halt, weil keine Ahnung warum. Wer hat eigentlich die Katzen angemacht? Wie sind die Katzen angemacht, hier hochgekommen? Wer hat die Katzen hingebracht? Wer hat sie angemacht? Warum hat man die Katzen angemacht? Warum? Gut, wahrscheinlich, dass ich weiß, das Spiel, wo ich hin muss, klar, aber jetzt so von der Logik her. Warum? Wehe, denn hier fällt so eine blöde Holzplanke jetzt ein. Hab ich keine Lust, den blöden Weg nochmal zu machen. So sollte ich jetzt ja gerade schon absolut nicht. Und ich habe eben noch gesagt, ich habe keine Lust, den Weg nochmal zu machen. Ich muss den Weg nochmal machen. Ah, gut. Weil ich ja nicht speichern kann, wie ich will. Ja, muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Hä? Warum? Ich bin so langsam, oder? Toll. Das wäre so ein Punkt, da würde ich am liebsten mal schnell speichern und würde dann einfach laden, aber das ist ja mit dem Spiel leider nicht möglich. Denn ihr seht, ihr hört nichts, wo du speichern kannst. Das ist in dem Wild Memory Infinite auch nicht anders. Weiß ja nicht, geht ja nicht so lange, das Spiel, da geht es aber noch, aber das ist schon trotzdem überhaupt nervig, finde ich zumindest. Wenn ich jetzt nochmal runterfallen sollte, werde ich das dann vielleicht kurz die Aufnahme forcieren und wenn ich dann oben bin, werde ich das mich dann lieber zeigen. Na gut, ich hab's doch geschafft.
Das kommt doch nicht. Komm, Viecher. Nachladen, Mädchen. So, doch blöd an, König. Ah, toll. Ich hänge fest. Ah, das ist blöd. Wenn du in die Ecke gedrängt wirst und hängst fest, kannst du es vergessen. Dann kannst du es wirklich vergessen. Wenn du einmal irgendwo in der Ecke festhängst, kommst du nicht mehr durch. Hast du verloren. Das ist auch keine Möglichkeit mehr, irgendwie hochzukommen. Ist dann vorbei. This isn't gonna be easy. Schwerer weg hier. Oder der Rattenkönig an. Schluckwal haben. Jetzt sind die Viecher. Dann wird ab. Ah, wie gesagt, aus dem von denen. Abhauen. Nicht übermütig werden, nicht übermütig werden. Das wird der Hauptkönig aus dem Wechsel hauen. MVP freigeschaltet. Errungenschaft. Wie fällt denn das blöde Vieh aus eigentlich?
Da abwarte. Gegen alle Niedermacht. Damit die Alpha dann nur noch den hier übrig habe. You must be the treasure Carter was searching for. Nehmen Sie das Artefakt, erstmal will ich Punkte investieren. Das hier. Jetzt müsste das Schild schon falsch halten. Na gut, jetzt aber. Zweimal F drücken und das, dann muss ich dreimal F drücken. 1, 2, 3. Ich will mal kurz ein bisschen testen jetzt. Eins, zwei, drei. Mach ich mal die zwei kurz. Was das für ein Effekt sein soll. Eins, zwei. Das ist wie so eine Kugel dann. Ah ja. Hier das Wartezeit. Das sieht vielleicht auch nicht schlecht aus hier. Gegen große Gegner. Das vielleicht als nächstes dann. Irgendwann, das könnte vielleicht auch nicht schlecht sein. Sonst würde ich sagen, dass man dann halt das vielleicht noch sich zu holen, wirklich. Ritualgefäß. I should take this statue to the doctor. It must have some kind of secret. Lassen Sie das unterirdische Palast. Warum fällt euch immer alles zusammen, wenn du irgendwas genommen hast? Warum? Das ist doch, dass immer dann alles einstürzt. Ja, ja, stimmt, wo das Ding da hinten war. Es ist hier alles eingekrochen. Na toll. Gott des Kriegs, sing! Eins, zwei, drei. Ehe.
1, 2, 3. Ach, der hat Kopf auch nur im Bauch drin, da Clubs. Eins, zwei, drei. Nimm das, Clubs. Eins, zwei, drei. Abstand zu dem Clubs hier. Nimm das! Ah, toll ist. Der Clubs hat aufgewacht. Die Dinger haben Sprung. Ist er noch? Oh gut. Oh. 1, 2, 3. Genau, das zockst du auch noch an. So ein Gebiet, da muss ich nicht auch noch hier Untote haben und ja, Dinger hier. Lauf zu, Mädchen. Vergessen, ach Gott, Errungen geschafft. Bedienen Sie den Hebel im Raum. Also wenn ich Erfahrungspunkte habe, ich bekomme für so einen Kampf. Das ist aber armselig. Ich dachte, ich
schon ein paar Punkte mehr kriege und nicht nur so ein paar mickrige Pünktchen hier. Das ist aber sehr enttäuscht. Hier schöne. Ja, da hängt diese Soldaten. Was ist mit den Drachen eigentlich? These corpses don't look like they were killed by those monsters. The blood on the ground looks fresh. Not much time has passed. Who are they? Why have these people been hanged here? I hope Wake's okay. Ja, ich würde sagen, das war's wohl. Wie ich so gelesen habe, war ja ungefähr, es hat mir 50 Minuten ich wohl gebraucht jetzt. Naja, so eine Stunde. Kommt schon hin, habe ich ja gelesen, ungefähr eine Bewertung ist so eine Stunde, soll es dauern. Und wie gesagt, als ich da mal das Point Memory Infinite dann mal gespielt habe, ich habe es halt mal als Let's Play aufgenommen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dann dauert oder gedauert hat. Aber als ich das dann mal nochmal gestreamt habe und dann als quasi wie so ein neues Spiel plus mehr oder weniger, weil ich halt alle Fähigkeiten freistellen wollte, habe ich das gesehen im Stream. So 2 Stunden Dreh habe ich gebraucht. Es war dem Schall ja nicht so lang. Gut, habe natürlich dann im Let's Play-Ding länger gebraucht, weil ich mir dann noch mehr Sachen anguckt habe, noch ein bisschen da noch umgesehen, was ich dann natürlich dann im Stream nicht gemacht habe. Aber ja, es war nicht schlecht, wie so bei. Sieht man hier mit Style-Wertung mit Episode 1. Gut, das ist halt ein bisschen verwirrend, und ich denke, naja, Episode 1 würde dann bedeuten, kommt hier dann noch was bei dem Spiel, aber so gesehen ist er dann theoretisch dann Episode 2 dann eigentlich White Memory Infinite. Nur was halt schade ist, das Spiel baut dann, zumindest hab ich das nicht mitbekommen, baut nicht wirklich auf das hier auf. Also die Fähigkeit zum Beispiel mit diesen Blitzen, dass du einfach mit Zeitgedöns hast, oder auch mit diesen Unsichtbarmachen, was nur einmal hier ganz kurz am Anfang gezeigt wurde, wirklich sehr kurz nur, war da nicht gewesen, als hätten sie schon ein bisschen ausbauen können oder der Entwickler, wie auch immer. Schon ein bisschen schade, aber ansonsten, ja. Sie mal Gegner schweben zu lassen, mehr Punkte zu verdienen, na klar. Musst du stylisch natürlich, wenn du mehr Punkte bekommst. Ach, sieht man, das hat man das jetzt auch hier. Fortsetzen plus, also klar, neues Spiel plus mit anderen Worten, kann man also hier genauso machen. Dass wir alle Fähigkeiten freischalten können. Puh. Gut, wenn ihr das dann seht als Let's Player, irgendwann habe ich dann das vielleicht auch nochmal durchgestreamt. Eventuell, aber gut, das wird euch nicht viel bringen, weil bevor ihr das seht, ist das Tüte wahrscheinlich dann auf Twitch dann sowieso schon wieder weg. Aber gut, ich werde dann irgendwann offline, wie gesagt, oder halt nur für mich privat dann ein bisschen das nochmal durchspielen als neues Spiel plus. Ich das Anführungszeichen streame, aber oh. Ich fand es nicht schlecht. War jetzt, wie gesagt, auch sehr kurz gewesen. Auch, hat man gesehen. Eine Stunde ungefähr. Ah, klar, ist halt, wie gesagt, wie so ein bisschen wie so ein Tech-Demo. Es sieht schon aus, so ein Röschen von hier. Hier ist wieder dieser komische Fehler hier mit dem Wind. Ja, einmal ist es ja noch ein bisschen als Fehler hier bei dem. Naja. Habe ich gesagt, fand es trotzdem schlecht. Das ist für mich wie so eine Art Referenzdemo, was jetzt die Optik von dieser Unreal Engine zeigen kann. Ich glaube, das ist noch, glaube ich, Unreal Engine 4 und das nächste Spiel ist gleich von der 5, glaube ich. Aber ich sage, ist schon nicht schlecht jetzt auch, wenn man dran denkt, als ein Entwickler mehr oder weniger eine Person gemacht hat. Ja, ist doch wirklich trotzdem nicht schlecht. Ist natürlich kurz, aber klar, was immer auch gelesen hat, hier bei Steam, was ungefähr so besetzt war. Klar, die Zeit und das Geld, was man zur Verfügung hat, muss man halt so an das einsetzen, dass man halt ein Spiel daraus machen kann, so halbwegs. Und klar, da muss man halt Abstriche machen, das ist klar. Hier sieht man jetzt mit dem hier Trailer. Siehst dann Sachen, die man dann im nächsten Spiel hat. Das ist genau auch das, was man dann im nächsten Spiel dann hat und zeigt. Auch mit richtigen, noch mehr so Buskämpfen und alles. Das hat auch Laune gemacht, als dieses Point Memory Infinite, das nächste Spiel dann. Auch wenn natürlich, wie gesagt, die Geschichte auch relativ dünn gesät ist.
oder Sachen, wo du denkst, wo du eigentlich keinen Schirm hast, was jetzt welcher Zusammenhang ist, wer sein soll und warum wir gegen diese oder jene kämpfen. Wo man ganz ehrlich sein muss, keine Ahnung, wird ist nicht wirklich so richtig erklärt. Also ich sage auch, in dem nächsten Spiel ist die Handlung, wie gesagt, auch relativ dünn vom Prinzip. Vieles muss sich zusammenreimen wahrscheinlich und naja, hier ist es ja nicht anders. Es sind auch viele Sachen, dass man diesen Leuten immer vorgestellt bekommen hat, diesen Kater. Der war zum Beispiel im nächsten Spiel gar nicht erwähnt, dass ich mitbekommen habe. Da war so ein anderer General, der dann für diese Armee da ist, aber dieser Kater wird gar nicht mehr erwähnt. Dieser Wake zum Beispiel wird nochmal erwähnt. Wird dann nochmal vorkommen, der Direktor und halt sie, aber ansonsten. Und halt ihre SAO-Einheit, aber ansonsten. Boah, keine Ahnung. Na gut, in den beiden Spielen ist wahrscheinlich wirklich das Gameplay eher das, was entscheidend ist. Neue Sachen ausprobieren, dafür ist es da wirklich gut geeignet. Wenn man jetzt wirklich eine gute Handlung haben will, muss man ganz ehrlich sein, die findet man hier nicht. Also hat es mir jetzt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es beim Zusehen dieser zwei Folgen, wie es glaube ich jetzt geworden sind, auch Spaß gemacht. Und naja, das sehen wir uns dann im nächsten Spiel wieder. Oder halt in dem Fall, wenn ihr dann Quiet Memory Infinite dann sehen werdet, dass ihr das dann euch ansehen könnt. Und naja, also, lasst eine Bewertung da oder ein Abo und seht euch auch mal andere Videos an. Max Payne vielleicht oder The Suffering oder was auch immer ich denn gerade auf dem Kanal habe. Und ja, also macht's gut. Bis dann und tschüss.